der Hertha. Seit 1985 werden die Pokalfinals im Berliner Olympiastadion ausgetragen, aber ein Heimspiel für die Hertha ist überhaupt nicht in Sicht im Finale. Im Gegenteil, die hangeln sich von Pokalpleite zu Pokalpleite. Pal Dardai, der hat das ein Jahrzehnt lang erlebt als Spieler. Jetzt versucht das zum ersten Mal anders und besser zu machen als Trainer. Und er ist sehr, sehr froh, dass er hier wieder dabei ist. Nämlich Vedat Ibisevic, der ist in der Bundesliga nämlich gesperrt. Aber heute durfte er ran, Florian. Ja, auf Vedat Ibisevic kann man nicht nur in der Bundesliga ganz gut gebrauchen, sondern auch im Pokalwettbewerb, mit dem die Hertha, wenn wir es mal ganz vorsichtig ausdrücken wollen, ja ein wenig fremdelt. Letzte Finalteilnahme 1979, wenn wir von den Amateuren 1993 absehen. Ibisevic hat 25 DFB-Pokalspiele absolviert in seiner Karriere und dabei 13 Tore gemacht. Das ist Argument genug für Pal Dardai, ihn von Beginn an zu bringen. Die Berliner übrigens seit Sonntag in Frankfurt stationiert. Wir steigen ein in der 11. Minute. Es beginnt kurios. Der Frankfurt-Torhüter Weiß leistet sich diesen ersten Fehler. Ibisevic setzt nach und stürzt spektakulär im Strafraum. Und das ist typisch für ihn. Großes Theater, auch wenn wenig passiert. Ballas Treffer, das werden wir gleich sehen, an Ibisevics Unterarm, lässt ihn abheben wie eine Rakete. Das sind schon außergewöhnliche Flugeigenschaften. Die Hertha ist in dieser ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Mitchell Weiser zuletzt immer gelobt, technisch stark und hier indirekt Vorbereiter für Haraguchi. Das Thema DFB-Pokal ist eines für sich. Zuletzt reichte es vor 4 Jahren mal zum Einzug in ein Achtelfinale. Der FSV kommt erst kurz vor dem Seitenwechsel zu ersten Torschuss. Aber die ist knapp. Kruska auf Hagi. 45. Minute und geschätzt 25 cm fehlen. Es ist ein Mutmacher für die Zweitligisten, der bis dahin zwar gut kämpft, aber nach vorne wenig herausarbeitet. 0-0 zur Pause. Ibisevic fällt nicht weiter auf, von der Fluteinlage mal abgesehen. Zweite Hälfte. Der FSV nimmt diesen Mutmacher mit. Hagi. 2, 3 Anspielstationen hätte er oder Abschluss. 40 Meter. Genial! Rooney Astein mit allem Können. Und Hagi wird von seinen Kollegen beglückwünscht, als hätte er gerade die Führung gemacht. Aber das war tatsächlich ein super Ding mit Potenzial zum Torschuss des Monats. Immerhin, daraus resultiert diese Ecke, die Hagi auch übernimmt. Die Ecken allesamt kurz getreten. Perdedai, dann Golay, 1-0. Frankfurt führt und es ist ein Tor mit Sternchen beim Abgang. Wir haben 3 Zeitlupen für Sie, die ersten beiden, um zu zeigen, wie gut und wie schnell vor allem Tim Golay hier reagiert. Und die letzte, um zu beweisen, dass es zwar knapp, aber kein Abseits ist. Hier ist Golay markiert, korrekter Treffer, der Außenseiter ist vor. Herthas Antwort, auch mal mit einer Ecke versucht. Plattenhardt bringt sie, und zwar zu Weiser, der lang rein auf Kanu, Ausgleich. Das 1-1, ohne großes Tamtam zelebriert. Und die Frankfurter laden herzlich ein, lassen Kanu laufen. Und Robert Weiß ist eher auf der Flucht nach hinten als nach vorn. Der Ball ist ewig unterwegs. Pavardai ist Realist. Ordnet richtig ein, das 1-1 ist ihm viel zu wenig, aber seine Mannschaft ist längst nicht mehr das bessere Team. Das ist jetzt der FSV Frankfurt, der fightet, aber auch richtig gut Fußball spielt. Auf Felipe Rodriguez, vorbei am Hertha-Keeper, aber er wartet, er zögert, er zaudert und dann ist es vorbei. Eine tolle Gelegenheit, um wieder in Führung zu gehen und wohl dem, der auch einen guten linken Fuß zum Abschluss hat. Es gibt Verlängerung. Hertha kann froh sein. Und der FSV hat sie sich redlich verdient mit seinem impulsiven Trainer Thomas Orban. Rein in diese 2x15 Minuten oben drauf. Haraguchi. Ganz weit rüber zu Kanu. Der gegen Perdedai. Und rein in den Strafraum, denn dort gibt es Elfmeter.
Proteste halten sich im Rahmen. Auf den ersten Blick ein okay, ja, kann man geben. Auf den zweiten Blick dann mit der Lupe obendrauf 100% richtig entschieden. Salomon Kalou, gefault, tritt selbst ab. Links oder rechts? In die Mitte. 1-2. Kalous zweiter Treffer. Ibisevic ist einer der ersten Gratulanten bei Elber Einfahrt mitten rein. Wir sind noch immer in der ersten Hälfte der Verlängerung. Hadji, der mit dem 40-Meter-Schuss. Auch im Kurzpass, gut drauf. Auf Kaplani, Jastrein. Edmond Kaplani in der regulären Spielzeit für Delic gekommen. Danach will Frankfurt hier gleich einen Strafstoß, aber weiterspielen ist richtig. Die zweiten 15 Minuten. Der FSV drückt und er schießt nun aus allen Lagen. Rodriguez schießt mal mit rechts, denn das ist sein starker Fuß. Ein Klassenunterschied ist überhaupt nicht erkennbar. Und Frankfurt ist in der zweiten Liga wahrlich kein Top-Team. Aber eines mit Moral, das solche Chancen hat. Halimi, auch er ist eingewechselt. 119. Minute, dann dieses Foul von Plattenhardt gegen Rodriguez. Marvin Plattenhardt ist seit der 111. gelb vorbelastet, da ist gelb-rot nur konsequent. Und es gibt kurz darauf 2 Minuten nach. 2 Minuten Hoffnung für den FSV Frankfurt. Und es laufen nun die letzten Sekunden. Der FSV auf Rodriguez und der mit links rüber. Das war's. Direkt danach ist Schluss. Ibisevic und Co. sind weiter. Wir haben auch vor dem Spiel gesagt, auch wenn wir das Tor kassieren, dass da genug Zeit ist, um das Spiel zu drehen. Und Gott sei Dank haben wir es auch gemacht. Es war jetzt so, dass wir die unterklassige Mannschaft waren, aber man das über weite Strecken des Spiels nicht gesehen hat. Ich denke mal, wir haben auch fußballerisch wie kämpferisch ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Stimmt alles. Berlin träumt vom Pokalfinale zu Hause im Olympiastadion. Nur noch 3-mal gewinnen. Dann wär's so. Ja, also es könnte klappen.